Repertoire 8 hat unendlich aufeinander verweisende Seiten. Seite 1. Brian O'Doherty's Rope Drawing kann nach Anleitung des Künstlers überall installiert werden. Von einem auf dem Boden markierten Punkt aus betrachtet, überlangen sich gespannte Seile und Wandfarbe zu einer Form. Das eigentliche Spiel ist der Prozess des Bewegens um und durch die dreidimensionale Installation, um diesen einen Sweet Spot zu entdecken. Seite 12. Unwillkürlich schaut man beim Anblick des Atelierhauses der Akademie der Bildenden Künste, die nun von Gottfried Semper aus dem Jahr 1877 nach oben. Denn die Gebäudeecke ist bemerkenswert. Die perspektivische Ansicht überhöht die Figur des Grundrisses. Seite 13. Die ungewöhnliche Grundrissform des ehemaligen Semper-Depots resultiert aus den Gegebenheiten des Grundstücks. So hat eine Fassade des Gebäudes zum Beispiel ein Gottfried Semper sieht den Ursprung der Wand in der textilen Kunst. So kann man einen Knick in der Wand auch gerne frei zum Stoff nutzen. Seite 15. Die Humboldt-Bibliothek in Berlin-Tegel, der Architekten Moor, Rubel und Jodell ist klein und groß, monumental und nahbar zugleich, eine architektonisch einzigartige Kombination von Palladium, Fenster und Schäden. Ein Zitat von Charles Moore. Wenn Architekten weiterhin auf diesem Planeten nützliche Arbeit leisten sollen, dann muss ihr eigentliches Anliegen die Schaffung einprägsamer Orte sein. Seite 14. Im Entwurf des Yokohama-Hauses gestaltet man Tsukishimura Türen als Halbkreise, setzt runde und dreieckige Fenster ein. Kao stellt für ihn eine positive Grundbedingung dar. Innere und äußere Widersprüche werden nicht mehr zugelassen, sondern sind generell zur ganzen Architektur. Seite 16. Kai Fiskers Bahnstation auf Bornholm weist vertraute architektonische Merkmale auf, die auf den zweiten Blick erstaunen. Fisker selbst nennt dies funktionale Tradition. Seite 17. Andreas Leminskis Arbeit Wo sind die Skier? Wird 2006 im MMK Frankfurt gezeigt. Zwei klassische Holzkonstruktionsvordächer mit Schieferdeckung und Dachrinnen sind an die Wand des Ausstellungsraums montiert. Zitat Slominski: Ja, das sage ich ja. Die Grenzen zwischen Alltagsdingen, dem, was man so als trivial, banal wahrnimmt, wenn man es überhaupt wahrnimmt, und Kunst, das wird ganz fließend. Seite 26. Die Gosplan-Garage des Architekten Konstantin Melnikovs in Moskau erinnert überdeutlich an den Scheinwerfer eines zeitgenössischen Automobils. Als Symbol des Fortschritts und Ausdruck von Dynamik und Bewegung ist sie ein visionäres Projekt. Das autonome Gebäude soll sich eben nicht in die überkommene Struktur der Stadt einfügen. Seite 27. Frank Gehrys eigenes Haus in Santa Monica wurde nach der Fertigstellung von den Nachbarn argwöhnisch betrachtet. Das sei nicht normal, sagten sie, die normalen Leute. Seite 28. Robert Venturis Zeichnung von Hausfassaden, eventuell Gartenpavillons, trägt den Titel A Garden Party of Stars. Zitat San Martin. Unser Historismus sollte weniger eine Rivalität, sondern mehr ein Konglomerat der Stilrichtungen sein. Wie der freie Eklektizismus in den Gartenpavillons des späten 18. Jahrhunderts, gotisch und oder griechisch, der eine Vielfalt von historischen Assoziationen und romantischen Mauern wachrief. Seite 29. Der Künstler Pablo Bronstein versteht sich als eine Art architektonischen Provokateur. Mit seinen Zeichnungen ornamentaler Entwürfe für die Rahmen von Türen lässt er architektonische Fabelwesen entstehen. Seite 38. Das Künstlerduo Ilya und Ilya Kasakov behauptet, dass der Mensch zum konzentrierten Arbeiten und Nachdenken nicht mehr und nicht weniger braucht als einen Schrank. Ein Tisch, eine Lampe, ein Stuhl und ein Regal passen hinein. Der so eingerichtete Schrank in der eigenen Wohnung ist ideales Gehäuse des denkenden Menschen. Seite 39. Für das Haus E1027 an der Côte d'Azur
entwirft die Architektin Eileen Gray skulpturale, teils bewegliche, raumhaltige Wandelemente, mit denen sie die unterschiedlichen Bereiche des großen Wohnraumes voneinander trennt und miteinander verbindet. Seite 40. Nina Bobadis Stuhl am Wegesrand wartet auf seinen Gebrauch. Man kann sich hinsetzen oder ihn anschauen wie ein Kunstwerk. Seite 41. Eva Berendes Werke sind freistehende Bilder im Raum. Mit der Malerei Gate 3, die ebenso auch eine Skulptur ist und als ein Tor durchschritten werden kann, verwendet sie ein Kunstwerk als architektonisches Element. Zitat Berendes: Wir sind als Menschen ja so programmiert, dass wir am liebsten unbedingt wissen möchten, ob wir jetzt einen Gebrauchsgegenstand angucken oder Kunst. Seite 42. Die Fassade des Wohn- und Geschäftshauses in der Friedrichstraße in Berlin von Raymond Abraham erscheint beim Betrachten von hinten wegen der bildhaft gesetzten Streben als eine konstruktive Silhouette. Hierzu schreibt Abraham: The elements of the house are conflicts, intimacy, distancy, density, absurdity, coldness, openings, isolation, cubes, voids and depressions. Seite 43. Die Säulenordnung der Laubengänge und die damit einhergehende Assoziation mit dem Typus des Tempels im Kontext von Aldo Rossis Sozialwohnungsbau auf der Giudecca in Venedig setzt das Gebäude und damit das tägliche Leben der darin wohnenden Menschen in Bezug zu historisch rückversicherten architektonischen Formen. Seite 44. Die Fassade des Berliner Wohnhauses Corinna Straße des Architekten Thomas Kröger stellt die gewohnte Ordnung in der Ansicht gleichsam auf den Kopf. Die geschlossenen Wandstücke verbreitern sich nach oben als invertierte Metapher der antiken Säulenordnung. Die Übersteigerung der Baumasse verdreht und bestätigt zugleich das klassische Verhalten von Tragen und Lasten. Zur Straße erweckt das Wohnhaus den Eindruck von Massivität und Gewicht. Seite 45. Björn Utzons Entwurf für ein Pavillon in Kopenhagen balanciert nach oben schmaler werdende, kreisrunde Ebenen um einen zentralen Kern. Der Bau erinnert an die Form einer traditionellen Pagode. Die hohle Betonkonstruktion der Plattform, das leicht abgetreppte Profil der Ebenen. Diese sind so gestaltet, dass man von jedem Tisch die Aussicht genießen kann. Seite 54. In den Wohnzimmern hinter den kollektiven Fassaden der Plattenbauten entfalten sich individuelle, den persönlichen Geschmack ausdrückende Lebenswelten. Zitat: Leichte, flexible Möbelsysteme, für die die Räume ursprünglich konzipiert waren, haben in ihnen kaum Fuß fassen können. Polstergarnituren, unverrückbar wirkende Schrankwände, Standard zahlreicher Möbelhäuser und Baumärkte machen dies deutlich. Seite 55. Rob Krier inszeniert den Grundriss der Stadt in der Raubstraße in Berlin im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus nach palladianischem Vorbild. Statt in einer Einheitswohnung leben die BewohnerInnen in einer individuellen Stadtvilla. Seite 60. Tauts humanistische Auffassung schreibt nicht die radikale Neuorganisation der Einrichtung und Lebensweise vor, sondern gibt Anstöße zur Reinigung des Bestandes. Massengefertigte Figurinen werden durch eine Obstschale ersetzt. Die zuvor mit Bildern gehängten dunklen Wände sind nur durch farbig abgesetzte Putzflächen geschmückt. Seite 61. Große Rauch von Thomas Huber ist ein Kunstwerk. Die unwirklich erscheinende Architektur wird durch das verteilte Mobiliar erst als solche erkennbar. Mögliche BewohnerInnen sind abwesend. Hubers bildliche Fiktion erzeugt eine metaphysische, melancholische Atmosphäre. Seite 62. Peter Merkels Skizzen, Zeichnungen von Häusern sind Kunstwerke, Manifeste des suchenden Strichs. Das Einfamilienhaus in Winterthur ist ein gebautes Beispiel dieser einfach anmutenden, präzisen Umschärfung. Tür, Fenster und Relief sind zu einer komplexen Komposition gefügt. Seite 63. Die Wohnstadt Karl Degin in Berlin-Prenzlauer Berg entstand auf Grundlage eines Entwurfs von Franz Hillinger und Bruno Taut. Die Eingänge vermitteln einen heiteren Charakter durch die Komposition der bescheidenen Elemente Tür, Fenster, Stufe, Vorder, Sockel. Die positive Stimmung wird durch Bruno Tauts plakative Farbwahl unterstützt. Zitat: Alles, was auf der Welt ist, muss irgendeine Farbe haben. Da alles seine Farbe hat, muss
positioniert in seinem kleinen Junggesellenhaus in Rinda die übergroße Badewanne zentral im Raum, gerahmt von vier Stützen unter einer Edicula. Zitat: By the time the house was designed, I had bought several wooden columns from a demolition. They had cost only $2 each. Seite 67. In seiner Ausstellung Le Vide zeigt Yves Klein die Pariser Galerie Iris Claire weiß und leer gestrichen. Der Raum sollte seine Konturen verlieren. Laut Klein war die Galerie während der Ausstellung nicht leer. Er eliminierte die Objekte, die der Vermittlung dienten, und zeigte nur die Idee. Ausstellungsgegenstand waren die Atmosphäre und das Erleben. Der Sitzbahnbezugsstoff der Berliner Verkehrsbetriebe zeigt einen Rapport zu vier Ecken gruppierter Striche, ein vandalismussicherer, zeitloser Entwurf. Eine Stumpfarbeit erscheint, je länger man sie betrachtet, desto mehr wie eine Stickerei zur Verkomplizierung und Überhöhung des Musters. Paul Klee schreibt, eine aktive Linie, die sich frei ergeht, ein Spaziergang um seine Selbstwellen, ohne Ziel. Seite 71. Die Zeichnung Loop ist eine Linie, die immer wieder neue Kreise um das Zentrum zieht oder, anders gesagt, immer wieder aufs Neue um eine Mitte kreist. Ohne Anfang und Ende. Es ist ein unendlicher Prozess. Mit jeder neuen Umdrehung verdichtet sich die Mitte. Jede Schlaufe bringt eine neue Erkenntnis.